Soweit ich verstanden habe, haben die uns eine Tresorpackung mit meinem Gesicht drauf geschickt. Das ist die Information, die ich habe bis jetzt. Ich bin sehr gespannt, was uns jetzt hier erwartet, Freunde. Ich habe auch ein Stück weit ein bisschen Angst, weil ich weiß halt auch jetzt nicht, welches Bild die gepickt haben von mir. Also die wird nicht im Markt kommen oder so, keine Sorge, Freunde. Also falls ihr Tresor-Liebhaber seid, so wie ich, müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr demnächst diese das nicht mehr essen könnt, so, weil irgendwie euch dann der Appetit vergeht beim Frühstück, wenn da mein Gesicht ist. Alright? Dann könnt ihr Glück haben, Freunde. Okay, ich bin gespannt, Digga. Oh mein Gott, ich hab Angst. Okay. Oh, Junge, nee, ey, nee. Boah, ich trau mich nicht. Okay. Oh, hier ist sie. Okay, da sind auch wirklich Tresor drin. Boah, Digga, sieht wirklich aus, als hätte ich hier so ein, weiß ich nicht, so ein Paket aus Südamerika bekommen, Alter. Okay. Oh, nee. Oh, nee. Hashtag lecker, lecker. Kelloggs Tresor sind Cerealien. Weil wir letztes Mal die Frage hatten, was es genau ist. Kelloggs Tresor sind Cerealien. Tresor, Papa Platte Bro Edition. Sehr, sehr geil. Oh, man. Packung nicht für den Verkauf bestimmt. Oha! Guck mal, sie haben den Insider vom letzten Mal hier mit reingebracht. Jetzt sparen mit Papa 5. Den Code gibt's nicht wirklich, aber sehr geil. Bro, das ist dope. Das ist ein Kellogg's Dub. Das ist ein Kellogg's Dub. Krass. Und das ist ehrlich heftig. Und hier hinten ist noch ein Bild von mir. Bro, crazy. Von dem Tresordreh sogar. Und das ist krass. Das ist ehrlich ein Blessing.